Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play mit Gravel, einem neuen Spiel aus dem Hause von Milestone. Und das ist ein Spiel, was ich auf der Gamescom bereits mal antesten konnte. Ich konnte es auch schon aufnehmen, blöderweise habe ich das aber ohne Ton gemacht. Das Ganze war technisch ein bisschen frickelig, aber hey, jetzt ist es endlich erschienen und das Ganze ist ein, ja, ich sag mal Arcade Offroad Rally Spiel. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt ohne große Worte los. Ich habe aus Versehen schon gerade ein Profil erstellt, habe die Anmod dann aber versaut. Jetzt allerdings ist sie super geglückt und deswegen legen wir direkt los mit dem Spiel. Ja, sicher auch ein paar krasse Charaktere dabei. Kenne ich mich leider so gut wie gar nicht aus, aber hey, ums Fahren soll es heute gehen. Und hui, das Ganze geht relativ flott mit den Ladezeiten. Wir hatten Ihnen ein Spektakel versprochen und hier beim Gravel Channel halten wir unsere Versprechen. Und zwar in Kombination mit unserem neuen Konzept. Extreme Motoren, unglaubliche Orte und wilde Fahrer. Mit einem Wort, Offroad Masters. So, ich bin mal ganz kurz im Optionsmenü. ja, vielleicht gibt es ja auch nochmal einen ganz, ganz kurzen Schnitt dann, wenn die Auflösung sich irgendwie ändert. So, wunderschön. So, bestätigen. Und ab jetzt haben wir dann eine neue... Achso, Blue Paradise. Ich hab da schon Burnout Paradise gelesen. So, und ab jetzt gibt's hier schickes 4K-Gameplay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal direkt los. Dieses Jahr gehen sogar noch mehr Fahrer auf Titeljagd. Vielleicht gibt es unter Ihnen sogar einen neuen Offroad-Master. Bleiben Sie dran, jetzt wird es ernst. Ja, also was ich sagen muss, ist, das Game, das ist natürlich komplett Arcade. Ich find's aber cool. Also es macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Und es füllt halt eine Lücke aus, die in den letzten Jahren entstanden ist, weil Dirt ist schon in die Simulationsschiene gedriftet mit Dirt Rally. Und Dirt 4, gut, das wusste halt, glaube ich, echt nicht, wo das hin wollte. Das hat halt, glaube ich, den Simulationsanspruch von Dirt Rally noch beibehalten, wollte aber so ein bisschen Fun und Action bieten. Aber nach Dirt 3, da gab es eigentlich nichts, was so die Richtung, was in die Richtung was geboten hat. Und deswegen, ich finde, das Ganze macht hier echt Laune. Oh, man kann sogar die Cockpit-Ansicht nehmen. Sehr schön. Aber man hört hier so gut wie nichts. Okay, das Rückspul-Feature gibt es hier auch. Hallöchen, lieber Lancia. Lass mich bitte vorbei. Ja, aber ansonsten fand ich das Ganze auf der Gamescom auch schon ziemlich angenehm. Bald kommen ja auch noch weitere. Okay, hier nutzen wir mal die Rückspulfunktion. Ich glaube, das geht bei dem Arcade-Game klar. Auf der Gamescom gab es auch noch ein paar weitere Rennspiele so zum Anspielen und das. Huch, wie stark konnte ich da denn gerade bitte bremsen? Ja, ich muss halt sagen, das hier wirkte da auch schon ziemlich fertig. Also, war schon sehr lustig. Hat einige interessante Gebiete auch tatsächlich, die es geboten hat. Wir haben ja nur eine Runde Zeit, deswegen sollte ich eigentlich versuchen, nochmal schnell nach vorn zu kommen. Oh, sorry, Dude. So, natürlich braucht man hier keinen Realitätsanspruch zu haben. Das dürfte klar sein, aber hey, das Spiel möchte keine Simulation sein, insofern ist es vollkommen in Ordnung. Und es läuft wunderbar flüssig, muss ich ehrlich sagen. Also, es hat jetzt natürlich nicht die krasseste Optik, die ich je gesehen habe in meinem Leben, aber dass es flüssig läuft, ist ja auch schon mal was. Und es sieht, finde ich, ganz ansehnlich aus. Also, das ist eh sowas. Grafik wird immer wieder kritisiert bei Rennsimulationen oder keine Ahnung was.
Ich achte da so gut wie gar nicht mehr drauf. Ich finde, es sieht einfach angenehm aus. Toyota Celica ist auch schön. Das Artstyle ist ganz geil. Dass man hier auf so einer Insel unterwegs ist, hat ein bisschen was von Motorstorm Pacific Rift. Ja, und wir gewinnen unser erstes Rennen. Hm, nicht schlecht für das erste Rennen, ha? Huh? Und das war erst der Anfang. Was Sie diese Saison erwartet, wird Ihnen den Atem rauben. Okay, ich hoffe, wir bekommen nicht mit der Musik irgendwelche Probleme. Beim ersten Rennen gibt es auch die ersten Showpunkte zu verdienen. Die Regeln sind einfach. Je spektakulärer die Manöver, desto mehr Showpunkte bekommt man. Fahrer, die das Finale erreichen wollen, müssen schon einige holen. Okay, 120.000 Showpunkte. Gravel Channel, dem Sender, der die Offroad-Welt revolutioniert hat. Verpassen Sie nicht The Season, wo alle Fahrer, die den Titel wollen, beispiellose Herausforderungen bestehen müssen. Wild Rush, Cross Country, Speedcross und Stadium Circuit sind nur ein Vorgeschmack auf die Rennen, die Sie erwarten. Das reicht noch nicht? Dann sollten Sie wissen, dass die besten Fahrer der letzten Saison wieder dabei sind. Ryan Carter, James Watanabe, Scott Parker und Justin Evans. Mit ihnen auf der Strecke wird es schwierig einzuschätzen, wer gewinnen wird. Nur die Besten schaffen es in den finalen entscheidenden Teil der Meisterschaft, die Final League. Der Offroad-Master ist fit und glauben Sie mir, er hat nicht vor, seine Krone abzugeben. All die Zutaten für eine weitere sehenswerte Saison. Bleiben Sie stark, die Offroad-Masters sind wieder da. Ich finde die Inszenierung auch ziemlich interessant, wie das Ganze eingebunden ist. Es wirkt so ein bisschen wie Split Second. So, okay, Folge 1. Ja, auch das wieder. Es ist halt echt so im Stile vom Split Second. Ganz kurz. Zurück mit Y. Achso, nein. Spielen möchte ich nicht verlassen. Nee, wir bleiben noch ein bisschen. Ja, dann springen wir mal zum Saisonauftakt. Ich wollte eigentlich noch mal... Okay, Rundenrennen. Gut, hier war es eigentlich nur eine Runde, aber okay. Okay, man hat auch Ziele. Beende das Rennen mindestens als Fünfter und Dritter. Da bekommt man auch schon 3 Sterne. Oh, und Rallycross gibt's auch. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was für Fahrzeuge es sonst noch gibt. Es gibt auch einen kleinen Start-DLC. Ja, heutzutage ist das ja fast schon Standard eigentlich. Nämlich... Wir drehen mal die KI-Schwierigkeit gerade hoch übrigens. Da bekommt man auch mehr Punkte. Und sehr schwierig gibt's auch. Sehr schön. Ich glaube, ich hatte nur schwer, als ich auf der Gamescom gezockt habe. So, Bremshilfe machen wir mal aus. Automatische Bremse auch. Traktionskontrolle machen wir mal runter. Ja, ich mach mal aus. Stabilitätshilfe machen wir auch mal aus. Sequentielle Schaltung und Schäden. Da lasse ich mal die optischen Schäden drin. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht einfach knallhart auf die Fresse fliege. Los geht's. Ja, also, Hier gibt es das Adrenalin all unserer Rennen und den Enthusiasmus eines vollgepackten Stadions. Ich kann mir einfach nichts Spannenderes vorstellen. Wir begrüßen unsere Fans, die uns zuschauen. Die Offroad Masters sind nach Los Angeles gekommen. Das nächste Rennen hat alles, was es braucht, um unvergesslich zu werden. Bleiben Sie dran, wir werden Sie nicht enttäuschen. Okay, interessant, wie viel man trotzdem beim Setup noch ändern kann. Ja, also wie gesagt, von der Fahrphysik her ist es einfach komplett Arcade. Wie gesagt, für mich halt auch sympathisch. Was sind das für Frames, die hin und wieder einfach eingeblendet werden? Ich muss aber auch sagen... Oh ja. Selbst starten muss ich auch scheinbar. Ja, also es gibt direkt einen Eingangs-DLC, den Porsche-DLC ist es, glaube ich. Kostet aber auch nur 2-3 Euro oder so. Vielleicht hole ich mir den sogar nach. Sei denn, der ist schon direkt dabei bei mir. Muss ich auch mal schauen. Oh Gott, ich muss aber sagen, selbst schalten und so, das... finde ich fast schon ein bisschen anstrengend. Huiuiui. Oh, sorry, Gomez. Ich möchte zu Hugh Jackman. Hallo. Kurz mal vorbeigedrängelt. Aber ich muss sagen, hier übrigens, was den Endboss angeht, ich wusste gar nicht, dass Axel Stein so erfolgreich im Offroad-Sport ist. Weiche Oberfläche.
Was bedeutet der Skill denn bitte? Gratuliere, Sie sind auf weicher Oberfläche gefahren. Ja, aber ich finde, das ist sehr stimmig. Okay, gut, die Kamera gerade war ein bisschen komisch. Rein grafisch. Die Bodentexturen beim Start habe ich mir nicht angeschaut, als ich den Start verpennt habe. Oh ja, komm schon. Oh nein! Das war gar nicht gut. Oh oh. Und auch sonst, die Atmo finde ich ganz geil. Milestone hat ja auch, glaube ich, mit... Jawohl, Motorsport ist Kontaktsport. Wow, ich muss schon sagen, man spürt hin und wieder so ein bisschen untersteuern, wenn man gegen jemanden knallt. Ist schon interessant. Ja, ich vergesse hin und wieder... Was für ein packendes Rennen. Ich arbeite schon... Oh Gott, der quatscht aber auch echt viel, ne? Ich überspringe den einfach hin und wieder mal. Ich finde ihn ein bisschen anstrengend. Was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Egal. War ein nettes Rennen. Checkpoint-Rennen haben wir hier. Mindestens Dritter oder Fünfter werden, ist auch noch drin. Gut. Oh, schön. Ich muss aber sagen, die Fahrzeugauswahl, die finde ich auch ganz geil. Alter, sieht der schrecklich aus. Also wie viele unterschiedliche Fahrzeugtypen es auch gibt und auch Fahrzeugmodelle. Ich kann ja auch mal ganz kurz hier zu dem Rallycross springen und dann sehen wir mal, was es da alles gibt. Oh nice, den Porsche 911 RSR. Moment, den können wir nehmen. Ah okay, hier der 959, der ist also als DLC-Auto gesperrt. Okay, der Ford RS200, der Porsche hätte ich fast gesagt, der Renault RF5 Maxi. Der Lancia. Stratos haben wir auch noch. Oh ja, alle sehr geil eigentlich. Mein Controller fängt einfach an zu vibrieren. Warum? Ist schon aufgeregt. Möchte auch, dass es losgeht. Okay, okay, okay. Dann machen wir halt. So, Rennoption. Ich mache mal gerade die Halbautomatik wieder rein und beim Rest bleiben wir mal, wo wir sind. Muss sagen, es ist halt auch ganz angenehm bei so Arcade-lastigeren Spielen, dass man da ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Zu tun hat man eh genug am Lenkrad. Übrigens, apropos Lenkrad, es gibt eine Lenkradunterstützung. Wir wollten für Sie ein Spektakel organisieren, das den Namen wert ist. Und wir haben es geschafft. Dieses Rennen hier in den Bergen von Alaska wird Ihnen den Atem. So, sehr gut. Es gibt Lenkradunterstützung und zwar für ziemlich viele Lenkräder. Und das, obwohl es eigentlich auf der Gamescom hieß, dass es da keine geben sollte. Es war zumindest keine geplant. Fand ich auch sehr interessant, den Ansatz. Oh, falsche Taste. Ja, aus der Onboard hat man kaum Motorsound. Das finde ich ein bisschen schade. Ich fahre mal aus der Third Person hier. Ich glaube, bei Arcade-Rennspielen hat da keiner groß was gegen. Jawohl, hohes Tempo. Oh mein Gott. Oh Gott, ich glaube, ich bin die Strecke schon auf der Game. Nee, bin ich nicht. Oder? Oh, da ist Martin Schulz. Alter, what the hell? Okay, die KI hat auf jeden Fall auch ihre geilen Momente. Man kann sich nicht beschweren, dass sie einfach stumpf in die Ideallinie fahren und nichts passiert. Aber ich muss schon sagen, auch das, die Höhle, sieht geil aus. Irgendwie stimmig. Okay, auf B ist die Handbremse. Ja, wenn ihr auch Bock auf so einen Racer habt, in der Beschreibung findet ihr einen Link zum Spiel. Ich versuche hier einfach mal den dritten Platz mindestens zu holen, denn das funktioniert gerade irgendwie nicht so, wie ich es mir gern wünschen würde. Komm schon! 70% schon an Renndistanz abgeschlossen. Boah! Hallo! Sorry, Herr Schulz, ich muss mal vorbei. Jawohl.
Er macht schon Laune, läuft flüssig und... Uiuiui, die Streckenbegrenzung kann man zum Glück wegfahren. Ja, also, wie gesagt, mein Urteil im Moment klingt halt super positiv. Aber wir schauen mal gleich auch ins Replay rein. Ich würde sagen, wir fahren einfach noch ein Rennen. Mein Urteil klingt halt ziemlich positiv, aber ich muss halt auch sagen, ich finde, es hat halt so ein bisschen was gefehlt in letzter Zeit. Also, dass es mal so ein richtiges Arcade-Rennspiel gibt, Offroad, das hat gefehlt, weil es gab kein Sega Rally, es gab, wie gesagt, kein Dirt und auch so, also du hast fast gar nichts gehabt. Motorstorm ist nach 3 Teilen auch weg gewesen und hier nehmen wir jetzt mal den Porsche. Gut, was anderes können wir auch nicht nehmen. Ja, hier Porsche Rally Pack bräuchten wir. Ja, aber den 911 RSR kann man nehmen. Der sieht ja auch schon geil aus. Ausstellungsraum. Ah, habe ich falsche Taste gedrückt. Oh yeah. Sehr schick. Gut, spielen wir mal direkt an. Verschiedene Lackierungen gibt es auch. Stufe 98. Ach, wir sind schon Stufe 4. Okay, ja gut. Dann geht es echt schnell. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir mit dem alten Porsche Rallycross fahren können. Ja, also... Nehmen Sie eine der besten Strecken Frankreichs, geben Sie ein paar der wildesten Fahrer der Welt hinzu und schütteln Sie gut. Nur der Gravel Channel bietet einen solchen Cocktail aus purem Adrenalin. Heute fahren wir in Loeac. Bleiben Sie dran, die Spannung ist garantiert. Ich glaube, die einzige Stimme, die mich nie genervt hat in so Videospielen, ist DJ Atomica aus Burnout. Was mich sehr wundert, weil eigentlich war die auch nervig. Ist im englischen Original übrigens ein Mann, ne? Alter Falter! Ja, aber wie gesagt, auch sowas wie Motorstorm, das gab's halt 3 Jahre lang. Gut, jetzt gibt's bald Onrush, mal gucken, was das alles kann. Ja, Motorstorm hatte bei dem dritten Teil ja auch sehr viele Probleme, weil das Spiel war zwar gut, sorry, aber es kam in der Zeit raus, wo irgendwelche Unglücke passiert sind. Ich glaube, in Japan gab es irgendein Unglück und es ist halt von Sony, also Spiel aus Japan, logisch. Und das hieß halt Apocalypse und damit dürfte sich halt klären, warum das Spiel nicht so großartig beworben wurde mit diesem Untertitel. Jawohl, Duki wäre stolz auf mich. Ach, weil ich es eingangs auch gesagt habe, dass ich mir ein Spielerprofil erstellt habe. Der Fahrer heißt jetzt Milestone, also so wie der Entwickler halt quasi. Ich habe aus Versehen auf Weiter gedrückt, wollte eigentlich nur auf Spiel beenden. So, jetzt sind wir ja auch mal in Führung. Aber die hinteren Kotflügel sind entweder beschädigt oder der hat eine kleine OP hinter sich, der Porsche. Sieht ein bisschen ungesund aus. Oh mein Gott. Alter Falter. Huh. Wildes Geschoss hier. Die Curbs schmettern. Ausgabe der Offroad Masters. Die Curbs schmettern dann aber schon ordentlich hoch, ne? Leute, damit haben wir Folge 1 vom Spiel abgeschlossen. Nicht von diesem Video. Oder von diesem Let's Play. Da gehen wir zum Offroad Mixtape. Ach, hier könnte ich auch schon hin. Da gehen wir nächstes Mal hin. So, was haben wir hier? Namibia Florida Stadium Autodromo di Franciacorta. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, liebe italienische Zuschauer. So, was haben wir hier? Eine Meisterschaft mit einem Checkpoint-Rennen, Rundenrennen und einem Ausscheidungsrennen. Aha, finde ich interessant. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, deswegen... Oh, wobei, in Namibia waren wir auch noch nicht. Sieht echt geil aus. Was haben wir hier für eine Fahrzeugklasse? Ja, okay, die Trucks. Hier haben wir auch die Trucks. Nee, haben wir nicht. Oh, wie geil ist der denn, der Abarth? Ah, noch ein Abarth. Geil. Die sind der Abarthik geil.
ein Alpine, sehr schön, Toyota Celica. Quatsch. Ja, ich war noch beim ersten Rennen. Der Mitsubishi Lancer Evo und den Subaru haben wir auch noch. Und was ist das letzte? Auch ein Porsche, ne? Nice. Geil. Ja, jetzt brauche ich nur noch das Porsche-Pack. Aber wie gesagt, das ist relativ günstig. Das werde ich mir wahrscheinlich holen. Oh ja, der alte Subaru Impreza. Sehr geil. Ja, und da sieht man auch, es gibt schon einige Fahrzeuge. Und hier werde ich auch mal das Replay durchlaufen lassen. Oh ja, der neue Abarth 124. Der sieht so geil aus. So ein bisschen wie Mazda MX-5. Muss zugegebenermaßen, ja. Muss man auch mal ehrlich sagen. Oh, nice. Alter Ford Focus, auch schick. Ja, ey, wie gesagt, also ich finde das Spiel einfach sympathisch. Ich finde das Spiel ist echt sympathisch, weil das hat einfach so Sachen, die man, wie gesagt, einfach relativ selten mittlerweile hat. Leider. Und dazu gehört es halt auch eben, dass du halt nicht in Richtung Simulation gehst, was natürlich geil ist, was Spaß macht. Hier müssen wir übrigens schon das Rennen gewinnen. Aber wo man sich manchmal trotzdem wünscht, okay, so ein Schritt zurück wäre mal ganz geil. Oh, regnet es? Ja. Vorläufiger Punktestand. Da ist jemand 54 Sekunden gefahren. Ach, ist es ein Zeitrennen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Alter. Hohoho. Yo, die Spiegelungen sehen auch geil aus. Ich muss sagen, ganz kurz, es ist jetzt kein Crisis. Es hebt das, oh mein Gott, das Genre auf einen neuen Standard. Ich finde, es sieht schon ganz gut aus. Also man kennt ja auch Milestone-Spiele, man kennt ja alle möglichen Motorradspiele und so, die gemacht haben. Gemessen daran sieht es echt gut aus. Ich glaube, Sebastian Loeb Rally Evo war ja auch von denen. Muss auch sagen, ich finde es auch deswegen ganz geil, dass sie jetzt ein Arcade-Spiel machen, weil, um ehrlich zu sein, Sebastian Loeb Rally Evo war so, boah, musste sich halt echt Dirt Rally beugen. Und da finde ich es ganz gut, dass jeder sich so ein bisschen seine Nische sucht. Und da muss ich halt einfach zugeben, dass ich Dirt Rally einfach so gut fand, dass Sebastian Loeb Rally Evo da niemals dran kam für mich. Neuer Rekord. Persönlich oder insgesamt? Ach ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass es da nicht weitergeht. Ich denke mir da immer, dass es eine Schikanendingens ist. So eine kürzlich aufgebaute Schikane. Uiuiuiui. Okay, Platz 3 im Moment. Autsch! Das hat weh getan. Oh nein! Komm schon, die letzte Runde muss jetzt noch gut werden. Die 57 Sekunden war einfach schlecht. Das ist aber auch recht anspruchsvoll teilweise. Zumindest die Zeit zu fahren, ne? Ich glaube, irgendwas mit 54 Sekunden war das. Oh, 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 nicht zu weit rauskommen. Eieieiei. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin nicht schneller als 55 Sekunden gefahren. Die erste Runde war, glaube ich, die schnellste. Ja gut, lassen wir das Replay mal laufen. Ja, also Leute, ich denke,
ich lüge nicht, wenn ich sage, das war definitiv nicht die letzte Folge, die wir gesehen haben. Es wird definitiv weitergehen mit Gravel. Das Spiel macht so ein bisschen was, was ich vermisst habe, ja, was ich sehr, sehr cool finde. Und schlägt in eine ganz neue Richtung ein, wenn man das mal mit den Spielen vergleicht, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und wie gesagt, ich finde, das, was es macht, macht es einfach sehr gut. Und deswegen wird es definitiv nicht die letzte Folge gewesen sein, sondern es wird definitiv weitergehen hier mit Gravel. Und ja, vielleicht kommen da auch noch ein paar Multiplayer-Sessions dazu. Das müssen wir auch mal schauen. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, selbstverständlich gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr jetzt Bock auf das Game bekommen habt, wie gesagt, in die Beschreibung schauen. Dort findet ihr den direkten Link, wo ihr sofort zum Spiel kommt, wenn ihr sagt, hey, das ist sowas, was ich mir auch echt eine Weile lang gewünscht habe, dass sowas einfach mal wieder zurückkommt auf Konsolen und auf PC. Und ja, ich kann jetzt nicht viel zur Konsolenversion sagen, weil ich zocke das auf dem PC. Auf dem PC läuft es bei mir in 4K 60 in flüssig. Und gut, es ist zwar nicht das absolut schönste Spiel aller Zeiten, aber dass es überhaupt so flüssig läuft, ist natürlich auch schon direkt löblich. Und das sieht mir sehr nach einer Slow-Mo aus, oder? Ja, aber man kann auch sagen, schöne Lichteffekte, zum Beispiel die Spiegelung, hammergeil. Insofern, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Seid auch dann wieder dabei bei Gravel. Und bis dahin, macht's gut.